In der Frage, warum seit 1989 mehr und mehr Kriege geführt werden, seit 1999 mit dem Bombardement Jugoslawiens, da hinten ist ein großes Transparent lange Zeit gewesen, das daran erinnert hat, dass 1999 der erste Angriffskrieg Deutschlands seit 1939 gegen Jugoslawien gerichtet war. Unter Rot-Grün war das nur möglich. Der Beginn der imperialistischen Versuche, die Ukraine zu lösen, zur Sorge gesteigert, dass mit dem erneut drohenden Angriff auf Russland die Katastrophe eines dritten Weltkrieges Wirklichkeit werden kann. Das alles verlangt von uns Antwort. Blicken wir alle in die Ukraine und wir stellen uns die Frage, wie es zu diesem Krieg kommen konnte. Wir müssen feststellen, dass leider auch Deutschland dazu beigetragen hat, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt wieder entstanden sind. Warum? Die NATO-Osterweiterung war, wie George Kennan es gesagt hat, der entscheidende Fehler der amerikanischen Außenpolitik nach dem Kriege. Und er hatte vorausgesagt, schon vor Jahren, dass dies wieder zur Renationalisierung führen würde, zum Militarismus und zum Kalten Krieg. Und genau dort sind wir jetzt wieder angekommen. Und es ist wirklich eine Schande, dass das Versprechen, das wir gegeben haben, dass wir nämlich nach der deutschen Wiedervereinigung im Wort stehen, die NATO nicht zu erweitern und alles dafür zu tun, dass sie nicht sich immer weiter vorschiebt nach Russland, dass wir dieses Versprechen nicht eingehalten haben. Wir brauchen aber auch einen Neuanfang in der Friedensbewegung. Es war jahrelang viel zu still. Wir dürfen nicht glauben, es bliebe so, wie es jetzt ist. Wir sind in einer gefährlichen Situation und nur eine starke Friedensbewegung kann dazu beitragen, dass die deutsche Politik sich ändert. Wir müssen uns an den Händen fassen und müssen wieder zusehen, dass viele Menschen auf die Straße gehen und sagen, diese Politik wollen wir nicht. Wir wollen, dass es wirklich so ist. Von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Verbrechen. Und natürlich demonstriere ich und singe ich dieses Lied auch gegen alle möglichen Hakidas, Pekidas und Menschen, die glauben, andere hassen zu dürfen und das propagieren zu dürfen, weil sie Juden sind, weil sie Muslime sind oder weil sie einer anderen Überzeugung haben. Ich möchte, dass wir völlig klar sind in dieser Frage. Wir ringen um Menschen, auch wenn sie anderer Meinung sind, aber wir kämpfen konsequent gegen den Faschismus, so wie es auch Familienangehörige von mir geschworen haben in Buchenwald, als Buchenwald sich befreit hat und dann auch die Befreiung vor 70 Jahren vom Faschismus erfolgt ist. Deswegen dieses Lied von Bertolt Brecht, von der Judenhure Marie Sanders. In Nürnberg machten sie ein Gesetz, darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bette lag. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorretten, wäre es heute Nachts. Marie Sanders, dein Geliebter hat zu schwarzes Haar. Besser du bist heut nicht mehr zu ihm, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommel schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorretten, wäre es heute Nachts. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist alles halb so schlimm. Der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommel schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorretten, wäre es heute Nacht. Eines Morgens, früh um 9, fuhr sie durch die Stadt im Hemd, um den Hals ein Schild, das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt.
Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten. Der Streicher redet heute Nacht. Gott im Himmel, wenn sie nur ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit ihnen macht. Meine Vorstellung von den Russen war im Wesentlichen durch einen Lexikoneintrag im Dollheimers großes Buch des Wissens geprägt. Das war ein nationalsozialistisches Nachschlagewerk, das mir unter rassistischen Gesichtspunkten ein bisschen was über die slawischen Völker erzählte. Die Abbildung des Russen war dergestalt, dass ich infolge des ausgefallenen Endsieges nun mit dem Schlimmsten rechnen musste. Das Bild zeigte keinen vertrauenswürdigen, mit Verstand und Mitleid ausgestatteten Menschen, sondern ein nur den eigenen Trieben gehorchenden Wesen. Ich glaubte das. Ich war ein Kind der Zeit. In der Schule hatte man uns Lieder eingetrichtert, die wenig kindgerecht waren, aber eine wunderbar eingängige Melodie hatten. Totenköpfe rollen, Totenköpfe rollen, Totenköpfe rollen auf der Kegelbahn. Blut, 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 Blut muss fließen, Knippelhagel dick. Wir pfeifen auf die Freiheit der Sowjetrepublik. Ich habe dieses Lied bis heute nicht vergessen können. An dieser Stelle möchte ich den Völkern der Sowjetunion danken. Sie haben das größte Opfer gebracht. Ich möchte auch danken den Soldaten der Roten Armee. Die Soldaten der Roten Armee haben den Hauptanteil an unserer Befreiung. Und ich finde es beschämend, dass unsere Bundeskanzlerin und unser Bundespräsident nicht gestern nach Moskau gefahren sind zum Tag der Befreiung, zum Tag des Sieges. Stattdessen wird weiter gehetzt gegen Russland und die NATO reißt immer weiter Russland ein. Russland muss sich ja nur dagegen wehren. Deshalb umso schöner, dass wir jetzt ein russisches Lied hören. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Nicht nur für ihr eigenes Land starben sie in jenem Krieg, sondern dass die Menschen der ganzen Erde nachts ruhig schlafen können. Und fragt jene Soldaten, wer kämpfte, wer an der Elbe umarmte, wir sind dieser Erinnerung treu. Ob die Russen Krieg wollen. Ja, wir können kämpfen, aber wir wollen nicht, dass wieder Soldaten im Kampf fallen auf unserer bitteren Erde. Fragt die Mütter, fragt meine Frau, und dann müsst ihr doch begreifen, ob die Russen Krieg wollen. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поброс, а то попеременно. Не стоит предавать значения злословью, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Gabi Krone-Schmalz ist eine der Journalistinnen und von in diesem Bereich, die mal genauer hingeguckt haben. Also das, was genau alle Journalisten machen sollten und dann vor einiger Zeit rausfand, dass dieses EU-Assoziierungsabkommen
so etwas enthält wie Paragraphen zur militärischen Kooperation zwischen EU und der Ukraine, was diesem EU-Assoziierungsabkommen einen völlig anderen Charakter gab. Sie ist eine der wenigen, die hingeguckt haben, was man sollte, und es veröffentlicht haben, was aber die meisten anderen der Kollegen nicht weiter interessierte. Bis heute ist das jedenfalls nicht bekannt, dass welchen Charakter dieses Abkommen hatte in Wirklichkeit, ein trojanisches Pferd. Nun zur Rede von Gabi. Immer dann, wenn in einem Gesellschaftssystem Schein und Sein verwechselt wird, die Träger der Macht zwar mit hohlen Worten und dem verdächtigen Pathos der Ideologen die Werte beschwören, auf denen unsere Demokratie basiert, aber ihr Handeln dem allzu häufig diametral widerspricht. Immer dann gilt es wieder von den Selbstverständlichkeiten zu reden. Diese Worte stammen aus dem Jahr 1995. Gesagt hat sie damals Wilhelm von Sternburg, der ehemalige Chefredakteur des Hessischen Rundfunks. Und zwar in seiner Rede mit dem Titel »Das Ende der Aufklärung oder die Medien als Ware«. Reden wir also von den Selbstverständlichkeiten. Dazu gehört, dass es Aufgabe von Journalisten ist, Politik zu erklären und nicht Politik machen zu wollen. Das heißt, zu informieren, so neutral und umfassend wie möglich und peinlich genau darauf zu achten, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Und es heißt auch, sich so gut es geht an Fakten zu orientieren. Fakt ist, am 9. Februar 1990 hat der damalige US-amerikanische Außenminister James Baker gegenüber seinem sowjetischen Amtskollegen Schewardnadse und Präsident Gorbatschow von, Zitat, eisenfesten Garantien gesprochen, dass, wie es in deklassifizierten Akten des State Departments heißt, dass weder die Jurisdiktion noch die Streitkräfte der NATO nach Osten verschoben werden, wenn Moskau mit der NATO-Mitgliedschaft des Vereinten Deutschlands einverstanden sei. Fakt ist auch, die NATO-Osterweiterung hat stattgefunden und soll weiterhin stattfinden. Auf der Agenda der USA steht das seit 1993. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändert. Ganz im Gegenteil. Und das ist ein eklatanter Bruch der damaligen Vereinbarung. Im Westen ist das mehr oder weniger vergessen. Im Bewusstsein der Menschen in Russland ist es nach wie vor mit einem Wortbruch verbunden. Mit der NATO-Osterweiterung hat das mühsam aufgebaute Vertrauen erste Risse bekommen. Das Gebot der Stunde damals wäre der Aufbau einer Sicherheitsarchitektur gewesen, in die Russland einbezogen ist. Das wurde aus welchen Gründen auch immer versäumt. Kommen wir also nun zu dem, was überhaupt nicht selbstverständlich war und ist. Ende der 1980er Jahre öffnete sich die Sowjetunion in ungeahnter Weise und ging vertrauensvoll auf den Westen zu. Ganz besonders auf Deutschland. Dieses Verhalten kann man gar nicht hoch genug einschätzen angesichts der Tatsache, dass Hitler Deutschland die Sowjetunion überfallen und mit einem beispiellosen Vernichtungskrieg überzogen hat. Statt kollektiver Schuldzuweisung und Unversöhnlichkeit verzeihen für ein ganzes Volk, in dem die Täter noch nicht ausgestorben waren. Mir fällt kein anderes Land als die Sowjetunion bzw. Russland ein, wo sich ein vergleichbares Verhalten so ausgeprägt gezeigt hätte. Selbstverständlich ist das überhaupt nicht. Was für eine Chance für einen dauerhaften Frieden. Diese Chance für einen ehrlichen und dauerhaften Frieden wahrzunehmen und zu ergreifen, ist trotz aller derzeitigen Umstände weiterhin eine moralisch-historische Verpflichtung. Wir sind es unseren Kindern schuldig, dass sich unsere politischen Entscheidungen an der Erhaltung des Friedens orientieren und niemals an parteipolitischer Profilierung oder langlebigen Klischees. Diese sind vielmehr zu entlarven, notfalls gegen all das, was als politisch korrekt gilt. Es ist im ureigenen Interesse der EU, Russland als Partner zu haben. Wer diese Chance vertut, riskiert, dass Europa im Machtkampf künftiger Großmächte zerrieben wird. Als Willy Brandt, der zusammen mit Egon Bahr Historisches in der deutschen Ostpolitik geleistet hat, 1989 in Moskau
die Ehrendoktorwürde der Lomonossow-Universität zuteil wurde, hat er Michail Gorbatschow gefragt, was er sich in diesen schwierigen Zeiten vom Westen wünsche. Gorbatschows Antwort: Verständnis. Ein solches Verständnis sollte im Gedenken an die 27 Millionen Menschen der Sowjetunion, die durch den deutschen Faschismus ihr Leben verloren haben, eine Selbstverständlichkeit sein. Danke. Ihr Schönen, ihr Edlen, ihr immer Gerechten, ihr feiert euch selber voll Leidenschaft. Aber hört ihr den Ruf aus den dreckigen Nächten auf die schlafende Armut, auf die Armut hat Kraft. Kraft! Kraft! Dankeschön! Und ich singe es deswegen, weil ich hoffe, dass wir den Antideutschen und anderen Propagandisten niemals auf den Leim gehen, unseren wunderbaren Antifaschismus gegen Political Correctness einzutauschen. Sondern der Antifaschismus ist das Entscheidende. Und der Antifaschismus hat rote Kerne, weil der Faschismus immer ein Wesen hatte. Überall auf der Welt hatte die organisierte Arbeiterinnenbewegung versucht zu zerstören. Deswegen ist der Antifaschismus immer auch Kampf gegen Antikommunismus und immer auch Kampf gegen Gewerkschaftsfeindlichkeit. Weil die organisierte Arbeiterinnenbewegung war immer weltweit, bei all den verschiedenen Gesichtern des Faschismus, immer weltweit diejenige, die am meisten unter ihm zu leiden hatte. Er war mal völkisch, er war mal dieses, er war mal jenes, aber überall von Pinochet, Hitler, Mussolini bis argentinischen Militäropristen oder griechischen Militäropristen. Überall hat er versucht, Gewerkschaften und linke Parteien zu zerschlagen. Und deswegen darf man dem Political Correctness niemals auf den Leim gehen. Die sind gegen alles Mögliche. Aber Antikommunismus und Gewerkschaftsfeindlichkeit, das lassen sie schön außen vor. Und deswegen dieses Lied für die italienischen, für die griechischen, für die jugoslawischen Partisanen. Bella Ciao in einer etwas mehr Liebesliedform. An ihrer Schulter, da wird es hell schon. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Kann nicht gut schießen und krieg schnell Angst auch. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Sah Blut an Hütten, sah Frauen bitten. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Den kleinen Luca, der erst 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Den kleinen Luca, der 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Ihr in den Bergen, heute komm ich zu euch. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Wenn ich am Dorfplatz mal tot herumlieg, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dann sagt der Priester statt einer langen Predigt: Nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt: Nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer
nach mir. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dankeschön, am Klavier Michael Letz. Wieder herzlichen Dank fürs Kommen. Der Friede muss auf der Straße erkämpft werden. Wir haben heute wieder einen Beitrag dazu geleistet. Wir kommen wieder, das sagen wir all denen, die heute nicht da sind, aber sonst hier um uns herum sitzen. Und der Friede muss von uns errungen worden. Herzlichen Dank an euch nochmal für die musikalische Umrahmung, für eure tolle Beiträge. Und ihr seid jetzt dran.